So, Hallöchen zusammen, Opi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, hier die Dragons Info Nummer 10 mit einem ganz, ganz kleinen Update. Und zwar zu diesem Surprise Bag der Wundertüte von Craze. Die gibt es meines Wissens noch nicht auf dem Markt, wird aber irgendwann dieses Jahr erscheinen. Sobald das Ding rauskommt, kriege ich es definitiv hierher und dann werden wir das auspacken und dann kann ich das euch mal zeigen, was wir hier alles drin finden werden. Also, so, jetzt habe ich hier mal ein besseres Bild und hier kann man auch sehen, 5 Überraschungen garantiert. Also ihr findet 5 Dinge in diesem Beutel und ich gehe mal davon aus, denn das ist eigentlich so in den meisten Überraschungsbeuteln drin. Wahrscheinlich ist eine Figur drin oder ein Slapsnap. Band, Charmband, ein Anhänger, ein Schlüsselanhänger, Button, Bleistiftspitzer, Flummi, also nur eines davon und dann findet man meistens noch einen Bleistift oder ein Lineal und dann sind halt noch Ausmalbilder oder Rätsel mit drin. Vielleicht auch noch Stickers, wir werden sehen. Auf jeden Fall 5 Überraschungen garantiert. So, und hier seht ihr nochmal die Baby Dragons mit den Anhängern. Das sind alles Dinge aus dem letztjährigen Adventskalender zu DreamWorks Dragons von Craze. Dieses Mal allerdings mit Anhängerchen. Und das könnt ihr überall dranhängen. An die Tasche, an die Jacke, Schlüsselbund, Mäppchen, Oma, was weiß ich. Und die Figuren sind halt wirklich absolut klasse gemacht. Und für die Leute, die den Kalender seinerzeit noch verpasst haben, die Gelegenheit, hier das eine oder andere nochmal abzugreifen. Okay, als nächstes hier dieses Tattoo Fun Set. Da habe ich jetzt auch ein besseres Bild und kann hier auch lesen, 3 Bögen sind jeweils in einem Booster zu finden. Und anhand von dieser Hand, die hier abgebildet ist, kann man auch sehen, wie groß die Sticker sind. Die haben schon eine ordentliche Größe, wenn sie tatsächlich so groß sind. Wie viele Tattoo-Motive es letztendlich gibt, das kann ich euch leider auch noch nicht sagen. Aber auch da werde ich, sobald sie erscheinen, definitiv ein paar auspacken. Die Motive sind auf jeden Fall schon mal recht interessant. Und es sind vor allem auch mal wieder ein paar Neuheiten dabei, die man halt nicht schon zigtausendmal gesehen hat. Vor allem halt auch in Kombination mit Schrift, hier zum Beispiel ohne Zahn in Rüstung und ganz groß davor geschrieben Plasma Blast. Dann sehe ich hier auch wieder so eine Art neues Wappen und das könnte eine neue Drachenklasse sein? Fragezeichen. Ich spiele kein School of Dragons, drum wisst ihr da wahrscheinlich besser Bescheid als ich. Und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die neuen Dragons-Folgen zu schauen. Schande über mich, aber ich weiß nicht, wie ich das zeitlich hinkriege. Ne? Tragisch, Leute, tragisch. Könnt ihr mal sehen, wie es mir geht. So, als nächstes dann noch dieses Tattoo-Mega-Set. Auch da sind immer 3 Bögen drin. Und das, was ihr hier seht, ist gerade mal ein Bogen. Ne? Astrid, Hicks hinter seinem Schild, 2-mal ohne Zahn und 2 neue Drachenklassen. Und da hat mir die liebe Tom Hiddleston-Trainerin, ich meine natürlich Nachtschattentrainerin geholfen. Vielen, vielen lieben Dank. Und noch mehr Grüße an dieser Stelle. Was wäre Dragons ohne unsere Nachtschattentrainerin? Mal ganz ehrlich, wenn jemand Bescheid weiß, dann diese Frau. Unfassbar klug, unfassbar schön. Oft kopiert, niemals erreicht, ne? Oh mein Gott! So sieht's aus. Nachti, yay. So, und hier sehen wir das eine Zeichen mit den 2 Fragezeichen. Sind aber natürlich keine Fragezeichen, sondern steht für die Mysterium-Klasse. Und hier ein entsprechender Drache dazu von Nachti mit dem furchteinflößenden Name Flauschi. Oh my gosh, sehr mystisch, muss ich schon sagen. Also die Mysterium-Klasse. Dann haben wir hier dieses andere Zeichen. Kreise und Punkte, auch da hat es immer weitergeholfen und dieses Zeichen gehört zur Geröllklasse. Boulder heißt ja eigentlich Felsblock oder Felsbrocken, aber Nachti meinte die Geröllklasse. Und wenn sie das sagt, dann ist es auch so. Und hier als Beispiel ihr Chicken Wing, was natürlich einen Eruptodon darstellt, der sich immer gerne von lecker Lava ernährt. Etwas Warmes braucht der Mensch, so sieht's aus. Und Flauschi ist natürlich ein Büffelstein.
Stachel oder ein Wanstdrache. Gott, was für Namen, Leute, was für Namen. Bei Drachenwiki konnte ich übrigens lesen, dass das die Phantomklasse ist. Ist Phantomklasse die Mysteriumklasse? Ist es so? Und Eruptodon eigentlich Wackersteinklasse, die jetzt Geröllklasse heißt? Leute, ich blick's nicht mehr, ehrlich. Oder werden die ganzen Drachen jetzt nochmal in definiertere Klassen alle aufgeteilt? Naja, wie auch immer, ihr werdet es wahrscheinlich alle besser wissen wie ich. Denn da bin ich also definitiv kein Fachmann. Aber egal, danke nochmal Nachtschandtrainerin für deine Hilfe. Ja, und hier seht ihr auch die beiden ohne Zähnchen mal ein bisschen näher. Und ihr seht die wirklich wunderschönen Details. Boah, so wünscht man sich doch mal Drachenfiguren, oder? Sowas als Aufstellfiguren, oh mein Gott. Lasst lieber die ganze Action weg und bringt solche Drachen raus. Das wär's doch. Wahnsinn. Auf jeden Fall sieht man, dass es halt auch mal ein paar andere Motive gibt, als die Motive, die man halt schon zigtausendmal gesehen hat und kennt. Hier in diesem Tattoo-Mega-Set. So, und das wollte ich einfach nochmal kurz zu diesen drei Geschichten gesagt haben. Ich denke, da kann man sich echt drauf freuen. Das Surprise Pack, die Wundertüte von Dragons mit 5 Überraschungen. Dann das Tattoo-Funset mit jeweils 3 Tattoo-Bögen. Und dann auch noch dieses riesengroße Tattoo-Mega-Set mit ebenfalls jeweils 3 Bögen. Sobald ich es kriege, werde ich es euch gerne zeigen. Ja, dann gibt es natürlich auch noch massenhaft andere Dragons-News. Aber das sind alles so Geschichten, das interessiert mich nicht wirklich. Oder interessiert euch, dass es Dragons-Slip-Einlagen gibt? Interessiert euch das wirklich? Wollt ihr das sehen? Okay, komm, ich zeig's euch kurz. Und das war's dann für mich aber auch schon. Ne? Damit hat sich für mich dieses Thema erledigt. Ich meine, das ist schon krass, für was Onizan und Co. alles ihre Köpfchen hinhalten müssen, um es mal so zu sagen. Ne? Aber naja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ich habe auch irgendwo mal ein Dragons Toilettenpapier gesehen. Ja, Toilettenpapier aus Asien. Mit den Drachen, mit den Wikingern und ja, möchte man das denen tatsächlich antun? Ich weiß nicht. Na, also das nur dazu. Was es übrigens vor ein paar Wochen auch noch gab, allerdings nur in USA, und zwar weitere Dragons Geschichten in so einer Art Happy Meal von der Fastfood-Kette Sonic Drive-In. Ja, Sonic Drive-In gibt's tatsächlich. Und da gab's eine Ohne-Zahn-Maske aus Kunststoff, es gab einen Wikinger-Helm aus Kunststoff und es gab eine Ohne-Zahn-Figur, die einen blauen Plasma-Blitz verschießen kann. Natürlich alles komplett aus Plastik, nicht mit Licht, nicht mit LED. Aber der Ohne-Zahn war auch nicht schlecht gemacht. Also so vergleichbar mit Burger King und McDonald's. Und selbst die Ohne-Zahn-Brille war nicht schlecht, auch aus Kunststoff. Mit ein paar einfachen, aber dennoch netten Details. Mit den Ohren dran, ja, den Hörnchen. Und das zum Aufziehen. Und ähnlich war auch dieser Wikinger-Helm gestaltet. Ach, und halt ein wacky Pack. Also so ein Pack in Ohne-Zahn-Kopfform mit Stickers gab's auch noch. 6 Aufkleber, 3 silberfarbene und 3 ganz normale weiße mit verschiedenen Motiven drauf. Vor allem auch neue Drachen als Aufkleber. Also es waren 4 Sachen. Einfach, dass ihr es mal noch ganz kurz gesehen habt. Okay, Leutchen, das war's auch schon wieder. Kleines Update zwischendurch. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, fürs Reinhorchen. Wünsche euch einen schönen Tag, guten Mittag, gute Nacht und vor allem viel Spaß beim Sammeln. Bis dann, ciao, tschüss, euer Rupi. Yay.